Die deutschen Eishockeyfrauen treffen zum Saisonabschluss auf Ungarn und Frankreich. Das Länderspiel gegen Ungarinnen findet am 31. März 17 Uhr in Memmingen statt. Mit Gastgeber Frankreich misst sich das Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker am 2. April 19 Uhr und 3. April 12 Uhr zweimal in Besançon. Neben der zuletzt verletzten Manuel Anwander kehren auch in USA spielenden Laura Kluge, Tabea Botthof und Lena Düsterhöft in Mannschaft zurück. Wir wollen zum Saisonabschluss nochmal drei gute Spiele abliefern, höchste Priorität hat dabei das Tore schießen, sagte Bundestrainer Hinterstocker.